Guten Abend, willkommen bei Oberösterreich heute. Dass drei Menschen in Braunau heute noch leben, verdanken sie wohl einer Nachbarin. Sie hat gehandelt und das beherzt. 52-Jährige rettet Mutter und deren Kinder vor Erstickungstod. Einfühlsam die Arbeit der Menschen in den Kriseninterventionsteams. Ungewöhnlich. Neu interpretierte Mozart-Oper ab heute im Musiktheater und das Wetter bleibt bewölkt. Stellenweise gibt es morgen Regen. Weil eine Nachbarin beherzt, drei Menschen aus dem Schlaf riss, konnte in Braunau Schlimmeres verhindert werden. In den kommenden werden. Tagen wird wieder der Opfer der Novemberpogrome von 1938 gedacht, die Teil des Vernichtungskampfes der Nazis gegen die Juden waren. Spuren davon finden sich auch in unserem Archiv. Zwei Zeitzeugen, einen schönen guten Abend wünsche ich und Dokumente aus dem Archiv. Das Gedenkjahr 2018 führt uns ins Jahr 1938, in dem das Unheil seinen Lauf genommen hat. Am 12. März beginnen deutsche Truppen an mehreren Stellen mit dem Einmarsch nach Österreich. In Salzburg, in Graz, in Linz. Noch am Abend des 12. März kommt Adolf Hitler über Braunau nach Linz und hält am Balkon des Rathauses seine erste Ansprache auf österreichischem Boden. Dann geht es Schlag auf Schlag. 20. Mai, die Nürnberger Rassengesetze werden auch in Österreich eingeführt. 9. November, die Reichspogromnacht, von den Nazis Reichskristallnacht genannt. Jüdische Wohnungen und Geschäfte werden geplündert, Synagogen und Bethäuser niedergebrannt. Die sogenannte Reichskristallnacht war damals auch ein Thema im Radio, ein beinahe unglaubliches Dokument. Wien, 10. November. Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Die Juden können es sich nur selbst zuschreiben, dass es so weit gekommen ist, und das werden wir alle, die hier um mich herumstehen, bestätigen können. Das ist Harry Merl, ein Zeitzeuge. Er ist ein gebürtiger Wiener und durch seinen Beruf Psychiater und Psychotherapeut ist er nach Oberösterreich gekommen. Viele Jahre war er Primararzt an der Landesnervenklinik Linz. Für die Psychologie hat er sich seinerzeit entschieden, weil er das Verhalten der Menschen in der Nazizeit verstehen wollte. Im November 1938 war er 4. Brennende Tempel hat er in der sogenannten Reichskristallnacht keine gesehen, aber er hat später mit seinen Eltern neben einem niedergebrannten Tempel gewohnt. Und das war eben, wo wir gespielt haben, war ein Schutt, eigentlich eine Schutthalde. Und Teile des Tempels sind noch gestanden, aber nur so der Abbruch. Und das war unser Spielplatz. Dort haben wir halt spielen können. Über das Leben von Harry Merl gibt es aktuell ein Theaterprojekt in der Linzer Tribüne. Morgen ist Premiere. Das Lebensgefühl, das sich eigentlich wie atmosphärisch über uns Juden gelegt hat, war das, dass wir nicht sein dürfen. Auch die Linzer Synagoge hat in der Nacht vom 9. auf den 10. November gebrannt. Die heute 88-jährige Marie Donner wäre damals beinahe verbrannt. Gut behütet war sie aufgewachsen. Als die Nürnberger Rassengesetze wirksam geworden waren, musste sie die Volksschule verlassen. Ihre Eltern verloren ihr Hutgeschäft und die Wohnung. Die Familie lebte in einem Zimmer hinter der Synagoge. In der Pogromnacht entpuppten sich Nachbarn und Mitmenschen als Unmenschen. Da habe ich den Anblick gehabt, was ich lebenslänglich nie vergessen kann. Der Tempel war schon in Flammen, die roten Flammen sind schon aus die Fenster gekommen. Und die Menschen, viele Menschen sind herumgestanden, drunter herumgestanden und mit lachenden Gesichtern
haben sie gejubelt. Die Juden drinnen, die Juden drinnen. Menschen, was wir jeden Tag gesehen haben. Familien, in welchem Haus ich gespielt habe. Und die Kinder haben in meinem Haus gespielt. Die Linzer Synagoge ist niedergebrannt. 1968 wurde sie wieder aufgebaut. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in Linz für Oberösterreich ist Charlotte Herrmann. Kann es eine derartige Hetze und Verfolgung einer Bevölkerungsgruppe auch in Zukunft noch einmal geben oder ist das Geschichte? Ich denke, dass das auf jeden Fall passieren kann, wenn man eine Bevölkerungsgruppe hat, wo man irgendeinen Grund dafür findet, dass man sie verfolgt. Und die Menschen werden mobilisiert und gehen einfach gegen diese Gruppe, egal ob es jetzt Juden, Migranten, wie auch immer sind. Das befürchte ich schon.